Heute gibt es Valentinstags-Outfits für euch als Inspiration. Ja Leute, der Valentinstag steht vor der Tür und mit seinem Valentine möchte man natürlich auch zum Valentinstag irgendwie eine coole Aktivität machen. Und passend zu bestimmten Aktivitäten habe ich euch heute unterschiedliche Outfits rausgesucht. Und wie immer findet ihr alle Outfits natürlich auch unten in der Infobox verlinkt. Starten wir mit der ersten Aktivität zum Valentinstag und zwar ganz klassisch ein Date zum abendlichen Dinner. Und genau dazu habe ich euch folgendes Outfit rausgesucht und zwar ein Outfit unten mit Chelsea Boots, einer schwarzen Hose, ein weißes Hemd und da drauf ein richtig schöner Doppelreiher mit einem Hahntrittmuster. So Leute, und dieses Outfit, finde ich, ist nicht so krass übertrieben, sondern ich fühle mich in so einem Outfit wirklich wohl, weil es ist auf der einen Seite schick, aber nicht too overdressed für so ein Valentinstags-Date. Weiter geht's mit der nächsten Aktivität und zwar auf ein paar entspannte Drinks in einer schönen Bar. Und dazu habe ich euch ein All Black Everything Outfit rausgesucht. Unten trage ich hier Echtlederloafer, dann dazu eine schwarze Anzugshose, ein schwarzes Hemd im Style der 70er, einfach einen etwas breiteren Ausschnitt und darüber dann eine etwas sportlichere Kordjacke. Und ich finde, in dem Outfit kannst du tatsächlich auch durch jede Bar durchschlendern. Jacke muss nicht sein. Wenn es dann mit deinem Valentine ein bisschen heißer wird, dann kannst du dann dementsprechend auch die Kordjacke ausziehen. Die nächste Aktivität, mit der man seinen Valentine am Valentinstag auf jeden Fall überraschen kann, ist mit einem Wochenendtrip in eine Stadt, in der man möglicherweise noch nicht gewesen ist. Und dazu habe ich euch folgendes Outfit rausgesucht. Und zwar, unten trage ich hier braune Boots, eine Jeans und zwar eine Levi's, die auch ein bisschen zerrissen ist, dann einen Wollstrickpulli in Beige und darüber einen Trenchcoat. Abgerundet dann das ganze Outfit noch mit der passenden Sonnenbrille. Für mich ein cooler Look, gerade wenn man irgendwie in der Stadt unterwegs ist. Sportlich, lässig, ja, einfach perfekt, wenn man sich mal eine neue Stadt am Wochenende anschauen möchte. By the way, falls du dich grundsätzlich weiterbilden möchtest, wenn es sich um das Thema Outfits und Styling geht, dann check einfach mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und da kriegst du einfach so ein paar Guidelines mit an die Hand. Kannst du einfach runterladen und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Das nächste Outfit ist jetzt nicht unbedingt für eine Aktivität, aber es ist trotzdem für was, denn du hast vielleicht zu Hause was vorbereitet, hast Blumen gekauft für deinen Valentine oder vielleicht auch eine Flasche Wein mitgebracht und du möchtest natürlich auch passend aussehen. Dazu habe ich euch folgendes Outfit rausgesucht und zwar trage ich hier an den Füßen schöne graue Ledersneaker, dann eine blaue Anzugshose und ein Polo, ein Langarmpolo in Beige. Ein wirklich entspannter Look, in dem man sich wirklich wohlfühlen kann, gerade dann, wenn man mit seinem Valentine zu Hause einen schönen Abend verbringt und vielleicht ein Vino trinkt. Und last but not least, eine Aktivität, die sich eigentlich immer lohnt, und zwar ein Tag in der Therme oder ein Dayspa mit dem Valentine. Dazu habe ich euch folgendes Outfit rausgesucht, und zwar ein sehr entspanntes Outfit, wenn man in die Therme geht und auch anschließend wieder aus der Therme raus möchte, dann will man einfach entspannt unterwegs sein. Dazu trage ich Sneaker von Puma in Beige, eine ganz entspannte schwarze Jogginghose, einen ganz entspannten schwarzen Pullover dazu und darüber eine Pufferjacket. Und wenn man in so eine Therme geht, dann will man natürlich auch irgendwas mitnehmen. Deshalb auch noch eine passende Tasche dazu, damit man auch diverse Accessoires oder Spiele einpacken kann. Und dann habe ich das Outfit nochmal abgerundet mit einer passenden Cap. Da findet sich die Farbe der Schuhe wieder und ich trage hier noch eine ganz minimalistische Kette. So, und hier nochmal alle Outfits im Überblick. Ein Outfit für ein klassisches Dinner-Date, ein Outfit für einen schönen Barabend, ein weiteres Outfit für einen Weekend-Trip und ein entspanntes Outfit für zu Hause und ein Outfit, wenn es in die Therme geht. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren für eure Outfits, wenn ihr mit eurem Valentine irgendeine coole Aktivität unternehmt. Wie immer sind alle Outfits unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei, kleidet euch passend ein und überrascht euren Valentine mit dem ein oder anderen coolen Outfit und nicht vergessen, vielleicht auch ein Geschenk mitbringen.